Heute für euch, warum der Elderstab nicht Dumbledore gehörte. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video sprechen wir über Dumbledore, den Elderstab und ob Albus Dumbledore wirklich der wahre Meister des Elderstabs war. Es gab in der Vergangenheit einige Spekulationen, dass Dumbledore nicht der eigentliche Besitzer des Elderstabs ist, aber sehen wir uns das mal genauer an. Zunächst einmal sollten wir besprechen, wie der Elderstab den Meister wechselt. Es wird in den Büchern und in den Filmen deutlich, dass der Elderstab nur dann den Besitzer wechselt, wenn der vorherige Besitzer bezwungen wurde. In der normalen Logik, die wir aus den Büchern und aus den Filmen kennen, ist klar, dass Draco der Besitzer des Elderstabs wurde, da er Dumbledore auf dem Astronomieturm entwaffnet hat. Aber was, wenn der Zauberstab gar nicht Dumbledore gehörte? Verfolgen wir am besten die Spur des Elderstabs so weit wie möglich zu Grigorowitsch zurück. Der Zauberstabmacher stieß auf den Elderstab und studierte ihn, um seine Kräfte in anderen Zauberstäben zu duplizieren. Nehmen wir nun an, dass Grigorowitsch der wahre Meister des Elderstabs ist, da er ihn besaß und er tatsächlich seinen vorherigen Besitzer tötete. Er besaß ihn die ganze Zeit, bis eines Nachts ein junger Zauberer namens Gellert Grindelwald kam und ihn stahl, und das ist ziemlich wichtig zu verstehen. Grindelwald hat Grigorowitsch nie wirklich in einem Kampf besiegt. Er stahl einfach den Zauberstab, was bedeutet, dass Grindelwald nie der wahre Besitzer des Zauberstabs war, und als Dumbledore Grindelwald besiegte und den Zauberstab für sich beanspruchte, war er auch nie der wahre Besitzer. Er war seinem wahren Meister Grigorowitsch treu ergeben geblieben. Und bevor du jetzt sagst, das sei doch nur ein kleines Detail, auf das du dich viel zu sehr konzentrierst, lass uns einfach den einzigen Worten nachgehen, die zu diesem Thema zählen, den Worten von J.K. Rowling. Sie sagten, den Elderstab wirklich zu besitzen und in den vollen Genuss all seiner Kräfte zu kommen, muss man den vorherigen Besitzer besiegen. Wenn man das also fortführt, dann sind Grindelwald und später Dumbledore und Draco niemals die wahren Besitzer des Zauberstabs. Grigorowitsch blieb sein Besitzer. Das heißt, bis Voldemort ihn fand und den Zauberstab suchte und ihn tötete. Wenn man dieser Theorie folgt, wird Voldemort tatsächlich der wahre Herr des Zauberstabs, nachdem er Grigorowitsch besiegt hat. Es gibt nur ein Problem bei dieser Theorie. Lord Voldemort hatte nichts als Probleme mit dem Elderstab, und wenn er wirklich der Meister des Zauberstabs war, warum sollte er ihn zurückweisen? In diesem Fall werden die Dinge irgendwie verwirrend. Meiner Meinung nach hat der Elderstab fast einen eigenen Willen. Ich meine sogar in der ursprünglichen Geschichte der drei Brüder, als der älteste Bruder um einen Zauberstab bat, der mächtiger ist als alle anderen. Ein Zauberstab, der vom Tod kam und der jemandem gegeben wurde, der den Tod besiegt hat. Und das ist eine wichtige Aussage, den Tod besiegen. Es könnte interessant sein zu erfahren, dass der Elderstab nur von jemandem besessen werden kann, der den Tod gemeistert hat. Als Voldemort den Zauberstab zum ersten Mal bekam, war er mächtig, könnte man sagen. Er hatte viele Horcruxe erschaffen und ist dem Tod ausgewichen. Es ist außerdem erwähnenswert, dass die meisten Zauberstäbe den Zauberer wählen, aber der Elderstab wechselt seine Loyalität, denn er bleibt bei dem mächtigsten Zauberer, den er finden kann. Wenn Voldemort tatsächlich vom Elderstab zurückgewiesen wird, ist er der Schwächste, den wir je gesehen haben, und der von all den Zauberern am weitesten von der Beherrschung des Todes entfernt ist. Zu diesem Zeitpunkt wurden 6 seiner 8 Horcruxe zerstört und er verliert an Kraft, und ich denke, dass der Elderstab genau das spürt. Das alles gilt natürlich nur, falls man der Theorie folgt, dass Grindelwald nie der wahre Besitzer des Elderstabs war. Man könnte aber natürlich auch vermuten, dass es wie angenommen ist und Grindelwalds Betäubung an Grigorowitsch gereicht hat, um sich die Loyalität des Elderstabs zu sichern. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.